Was? Was war das denn? Yo, was geht ab, meine Gamma-Freunde? Weiß Studio wieder am Start und willkommen zu einem neuen Video. Ihr hört schon, Leute. Ich bin heute nicht alleine. Stell dich mal vor, Digga. Ja, was geht ab, Freunde? Weißwurst am Start hier mit Studiode. Mit der Studiode. Denn wir machen heute eine Nicht-Lachen-Challenge, Freunde. Digga, das wird nicht klappen. Ungelogen. Und was ziehen wir uns heute rein? Wir ziehen uns heute die YouTube-Kacke von Galilei rein. Gönnen wir uns einfach mal. Ich habe schon ein paar reingeguckt, aber nur reingeguckt. Ich musste schon lachen. Ich gönn mal einfach. Ja. Ich bin Ey, das ist ja perfekt zu Weihnachten, Freunde. Irgendwas nicht läuft, dann rufen Sie einfach an. Kostenlos. 1, 1 und 1. Transparent. Hallo, ich war dabei. Los, WLAN-Angebot. Telefon und Internet. 1 und 1. Digga, dieser Marcel Davis, Alter. Digga, vor allem mit dem Laptop, Alter. Und dann den Chartcode eingeben. Ja, das hat doch jedes Schwein. 1 und 1, 1 und 1. Junge, Junge, Alter. Wie kommt man auf so einen Scheiß? Oh mein Gott. Was? Was war das denn? Was war das, Digga? Einfach smart, Digga. Junge, 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 ey. Ich zum Beispiel das Neue Testament mache. Das kann doch überhaupt nur noch jemand fragen. Digga. Oder jemand, der vollkommen ahnungslos ist. Das können doch Idioten wie ich fragen. Sie sind immer der Neger gewesen. Warum? Oh, was? In Amerika oder welche Millionen. Das hat sie nicht gesagt. Wollen. Wolle. Oder weswegen haben sie den Auftrag, ein Interview zu machen? Das gehört zu allem. Das gehört zu allem. Junge, er eskaliert. Ja, das ist ja Kalle, Alter. Aber Kalle, bleib ruhig, Alter. Lol. Meister Eder, nein. Nein! Hast du gerade gesehen, Digga? Ey, mit Tanzverbot ist beste, Freunde. Was? Nein. 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 Lol. Essen Sie auch gerne knusprige, ofenfrische Scheiße? Scheiße. Ih, Alter. Fisch. Digga, das Fisch! Oh nein, Alter. Hallo, ich bin der Koch von Marcel Davis. Was? Sie kennen Marcel Davis noch nicht, los? Marcel Davis, Digga? Was ist ein Spaß? Dieses Fett, der Schwein. Guck mal! Hast du es gesehen, Digga? Hast du gerade gesehen? Digga, hast du das mit dem Schwanz gesehen? Kein schmutziges Backblech. Melitta Tuckers Backpapier mit spezieller Antwort. Du Scheiße. Da bist. 1 und 1. Digga, was? 1 und 1 klingelt bei dir daheim. Wahrscheinlich gerade nicht zu sprechen, Allah Akbar. Alba. Oh, guck mal! Wissen Sie das? Brüllte er noch einmal, Digga. Und sein Himmel dröhnte durch den Palast. Er schmeißt hier mit Scheiße. Der Bäcker also. Bringt mir den Mann her! Er schmeißt mit Scheiße, Digga. Alter, was ist denn das? Kehrte der Fotzen lecker. Ich ritt auf meinen Kopf und musste aufpassen, dass mir die Fotze nicht aus der Hand rutschte.
Plötzlich kam dieser Spast, der Gärtner, im Puff während der Arbeitszeit. Oh nein, der Typ. Jetzt geht's weniger um die Grafik, weniger um die Ausdauer. Oh, hast du gesehen, Digga, mit der Hand? Weniger, sondern mehr um den Mehl. Digga, warte. Hast du das gehört, Junge? Warte mal, Digga, das musst du dir noch reinziehen. Jetzt, heute geht's nicht um den Digga, Alter. Junge. So. Jetzt Digga. Geht's weniger um die Kraft. Pass auf. Weniger um die Ausdauer, weniger um den Nigger, sondern mehr um den Weg, nämlich die Bewegungsart. Guck mal. Und zurück. Okay, warum? Vor allem hat er die Musik selber eingefügt, Digga? Weiß ich nicht. Vor allem zurück, schau mal, das Bild wird immer kleiner. Digga, das okay. Bild wurde immer wow, kleiner. Wow. Nee. Ich war auch mal weitermachen. Wollte. Hundefänger, Alter, Freunde. Einfach zum Antner zurückspulen und nochmal reingehauen. Viel Spaß. Reingehauen, Freunde. Oh mein Gott. Ja, Mann, Digga. Was Beutel? Ja. Nur für Inder. Digga. Bist du nicht etwa aufgeregt, Beutel? Halt die Fremde, alte Schöpfe! Ich denke nur. Tissack! Mein Gleichgewicht ist ein Schlungenzettel. Leiter für Kundenzufriedenheit. Tissack! Nur ein Wunsch? Das hat. Schlungenzettel? Das ist mein Wunsch. Mein Schlungenzettel. Mein Schwein. Also die Bescheißung ist doch nur für Kinder. Aber Frau Clemens. Tschüss. Digga. Hier fühlt sich ein Kind. Was ist das denn? Das ist. Das finden wir beide schon hin. Das Fitter kennt ich nicht. Junge. Was ist denn? Ich wünsche mir, dass ich mir was wünsche. Ach, das finden wir beide schon heraus. Ich werde das prüfen. Digga. Digga, der Sack triggert mich. Also der Sack ist schon echt hart, Digga. Wie geil, Digga. Oh, der Sack, nein, Alter. Der Sack. Nein. Alter, wie die ausgeschickt ist. Junge. Alter, Junge. Hast du gesehen, Digga? Alter, das Ende, Alter. Ja, sie von hinten nimmt den. Ja, der Soldat, Alter. Machen wir gleich nochmal ab. Alter, was? Das ist ein Schatz. Fuch erzählt gerne Geschichten. Alter, mal, der sieht aus wie Löw, Alter. Boah, hast du einen großen Schwanz? Hä? Also, ich liebe heißen Scheiß. Das sieht man. Früher, wieder, darum Junge. Geht auch immer zu Sasus. Hallo. Buongiorno. Hallo. Buongiorno. 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 Es gibt Länder, da gibt es auch Länder. Die meisten Scheißkanaken leben nämlich in Japan. Moment. Wir sind hier. In Deutschland. Sie fallen. Thank you all. Hier gibt es Kanaken, die man sich kaum vorstellen kann. Ja, zum Junge. Zum Beispiel die Eissorte Tittenfisch. Oder Tittenfisch, Digga? Lauch. Oder Aal. Oder Alla. Oder Inderzunge. Und all diese Eissorten sind scheiße. Junge. Genau wie bei uns. Nur schmeckt das süße Eis eben auch nach Kut oder Fisch. Nach Kut, Alter. Schisch oder Schisch. Shit.
gut. Sehr gewöhnlich. Sehr gewöhnlich. Wollt ihr mal probieren? Nee, Alter. Na, ihr Kanaken. Ist das so richtig oder? Unfug. Okay. Wow. Unfug, Unfug, Unfug. Lal. Oh, in der Zunge. Junge. Allah. Vanille. Schokolade. Andere Länder, andere Titten. Das ist geil, Leute. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann schaut auf jeden Fall jetzt mal bei Weißwurst vorbei. Denn da haben wir noch eine weitere Folge aufgenommen, Leute. Unfassbar. Und damit würde ich sagen, letztes Wort bei dir, Digga. Ich raste aus, ey. Ich bin gestorben, Alter.